Rauschebärte und rote Hemden, das können nur Weihnachtsmänner sein. Stimmt, genauer gesagt sind es Weihnachtsmänner in Ausbildung. In der brasilianischen Weihnachtsmannschule in Rio de Janeiro lernen sie unter fachkundiger Leitung. Einer der wichtigsten Punkte auf dem Lehrplan, das Singen von Weihnachtsliedern und das bei sommerlichen Temperaturen. Die Herren machen sich schon recht gut. Bei allem Spaß. Das Ganze hat einen ernsten Hintergrund. Brasiliens Wirtschaft läuft nicht mehr rund. Viele Menschen haben keine Arbeit oder sie haben Schwierigkeiten, ihre Rechnungen zu bezahlen. Da ist der Job als Weihnachtsmann ein willkommener Geldbringer. Der ideale Kandidat ist nach Vorstellungen der Schulleitung über 50, hat einen Vollbart und einen Bauch. Kinder nennen mich oft den Weihnachtsmann. Ich habe sogar schon mal einen Weihnachtsbrief bekommen. Also dachte ich mir, ich schlage Kapital aus meinem Aussehen. Wenn man arbeitslos ist in Brasilien, ist das, als ob man sein eigenes Todesurteil unterschreibt. Die Bewerberzahlen haben sich in einem Jahr verdoppelt, von 100 auf 200. Doch nur rund 40 Männer kann die Schule aufnehmen. Langeweile jedenfalls kommt hier bestimmt nicht auf, denn wirklich die Schulbank drücken müssen die Männer gar nicht so viel an der Weihnachtsmannschule in Rio.